Daniel in der Löwengrube, liebe Schwestern und Brüder, diese doch relativ bekannte Geschichte und Geschichte einer Rettung, sie wird damals den Glaubenden wie auch uns heute als eine Geschichte des Trostes erzählt, aber eines sehr hintergründigen Trostes. Wir sind im 6. Kapitel dieses Prophetenbuches angelangt und wir haben schon den 3. König, dem Daniel dient, Nebukadnezar, Belshazzar und jetzt Darius. Nachdem man heutzutage noch beobachten kann, wie schnell etwa Minister oder Berater wechseln, jedes Mal, wenn die Regierung wechselt, muss es in Daniel etwas Besonderes sein. Und wir haben das ja am Beginn kennengelernt, wie er als verschleppter Jugendlicher mit den anderen, wie er eine Erziehung genießt und dennoch seiner eigenen religiösen Identität treu bleibt. Das heißt, als Jude dem Gott Israels treu bleibt. Und wenn jemand immer noch gefragt ist in wechselnden Herrschaften, dann ist es kein Wunder, sehr menschlich, auch das verhält sich bis heute, dass das Neider auf den Plan ruft. Menschen, die eifersüchtig sind, die das wütend machen, und die gibt es eben auch hier. Die lösen dieses ganze Dilemma für den König Darius aus. Sie legen Hinterhalte für Daniel. Sie planen ein Konstrukt, in dem sich ein glaubender Mensch verfangen muss. Und es gibt auch bis heute Gesetze, die vorgeben, dass man sich an sie zu halten hat, die man aber nicht befolgen kann, weil sie einem geschulten und klaren Gewissen widersprechen, weil sie Menschenmachwerk über Gott setzen. Man muss dazu nochmal die einschlägigen Passagen vom Papst Benedikt lesen, die er im Deutschen Bundestag gesprochen hat. Nicht jedes Gesetz als Gesetz ist zu befolgen. Es gibt Gesetze, die jeder Gerechtigkeit und jeder Weisheit entsprechen. Man darf das natürlich nicht allzu schnell oder salopp oder leichtfertig in Anspruch nehmen, aber es ist möglich. Gerade wir Deutschen haben das ja erlebt, wie man ganz legal Unrecht hervorbringen kann, größtes himmelschreiendes Unrecht hervorbringen kann, aber alles in Gesetzesform. So geschieht es auch hier. Was ist der erste Schritt, den Daniel tut, als er merkt, was geschieht? Und wir können fragen, was wäre unser erster Schritt? Wäre es nicht naheliegend, dass Daniel zum König geht, dessen Berater er ist, der ihn schätzt, der ihn mag und sagt, hör mal, Folgendes ist da passiert. Müssen wir da nicht etwas unternehmen? Das tut aber Daniel nicht. Das heißt, er macht seinen Einfluss, den er hat, nicht geltend. Genau darin wird er sich wohltuend unterschieden haben an einem solchen orientalischen Hof von den anderen, von denen hier die Rede ist. Die berühmten Strippenzieher, die Netzwerker, die immer wissen, welche Nummer man zu wählen hat, um zum Erfolg zu kommen. Daniel hat, und darin liegt der große Trost und wichtige Hinweis für uns, eine einzige Adresse, an die er sich wendet. Er geht ins Gebet. Nicht umsonst ist er eine klare Gestalt. Nicht umsonst hat er ein klares Gewissen und einen klaren, weil beides geschult ist, orientiert und ausgerichtet ist an dem einen lebendigen Gott. Das ist der große Trost, der hintergründige Trost dieser Rettungsgeschichte. Für viele, auch für die, die aus den Löwengruben, in die man sie geworfen hat, nicht gerettet wurden. Aber sie sind mit einer Gewissheit hineingegangen, dass sie klar sind, ausgerichtet auf Gott, und dass es nicht um Menschen geht, ihnen nach dem Mund zu reden oder die eigene Haut zu retten, hier oder jetzt, sondern sogar um den Preis ihres eigenen Lebens, Gott treu zu sein, mit einem klaren, geschulten Gewissen. Auch das sollte für uns ein großer Trost sein.